Omas gebackene Apfelringe glutenfrei. Ich verrate dir heute, wie du das machen kannst, dass sie richtig lecker und saftig weich sind. Und wenn du magst, ersetzt die Milch, die ich da drin verwende, einfach durch Mandelmilch. Das schmeckt auch sehr gut. Oder eine Hafermilch. Und damit kommen wir zu den Zutaten. Du brauchst Mehl, Zucker, Eier, Milch und die Äpfel. Als erstes kommt das Mehl in eine große Schüssel hinein, gefolgt von dem Zucker mit einer Prise Salz und einem Ei. Das Ganze schlage ich schon mal leicht an. Dann gebe ich die Milch oder den Mandeltrink schluckweise mit dazu. Die genauen Mengenangaben findest du unterhalb des Videos. Dort ist auch der Link, wo du es ausdrucken kannst. Würde mich freuen, dich auf meinem Blog zu sehen. Jetzt erhitze ich schon mal das Pflanzenöl. Und jetzt geht alles sehr schnell. Die Äpfel werden geschält, das Kerngehäuse entfernt und ich schneide den Apfel in ca. so 1 cm breite Scheiben. Kann auch etwas dünner sein, wenn du es dünner magst. Dann das Ganze im Teig wälzen und in das heiße Fett geben. Das Fett sollte richtig gut erhitzt sein, damit sich der Teig nicht vollzieht. Es ist ein wunderbar dünner Teig. Dann werden die Äpfel gewendet. Wenn dir solche Rezepte gefallen, verlinke ich dir gerne noch mehr Apfelrezepte. Denn Apfelrezepte kann man doch nie genug haben, oder? Hier siehst du, wo du mir auf Instagram folgen kannst und gleich wird dir noch angezeigt, wo ich noch zu finden bin. Die Apfelringe kommen auf ein Küchenkrepp, damit das Fett abgesaugt wird. Und jetzt zeige ich dir, wie ich sie noch präsentiert habe, wie wir sie ganz gerne essen. Natürlich eine schöne Tasse Kaffee dazu, Schlagsahne und eine Kugel Vanilleeis. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Nachmachen und würde mich freuen, dich in eines der nächsten Videos wiederzusehen. Deine Silke von Anders Backen.